Am 10. Januar fand eine kleine Premiere in Salzgitter statt. Respekt, kein Platz für Rassismus wurde als Projekt an der Hauptschule am Friedenberg aufgegriffen und thematisiert. Das Projekt Respekt, kein Platz für Rassismus. Für uns war das ein, ich würde mal sagen, so ein Pilotprojekt, ein echter Versuch. Ich kann euch sagen, ich war auch nicht so ganz sicher, was da rauskommt. Ich kann aber versprechen, dass tolle Sachen rausgekommen sind. Wir haben uns gefragt, wie gehen Menschen miteinander um. Jetzt schauen wir uns doch einfach zwei Sketche an. Die Schüler aus der 6B stellten die Ergebnisse ihrer achttägigen Projektarbeit unserer Schirmherrin und Botschafterin Sandra Minnert vor. Vorgetragen wurden Sketche sowie persönliche Meinungen rund um den Begriff Respekt. Wobei die Meinung der Zuschauer natürlich auch zählt. Respekt, was bedeutet das für Sie? Achtung vor jeder Meinung, Achtung vor jeder Religion, Achtung vor jedem Aussehen und miteinander einfach gut auskommen. Die Schüler nutzten zur Orientierung und Unterstützung das von Respekt produzierte Kinderbuch Was ist eigentlich Rassismus? Für den Mut der Schüler finden Sandra Minnert und Patrick DeWayne nur positive Worte. Wenn man hier vorne steht und dann hier so reinguckt, wie viele Leute hier sitzen, dann wird man schon ein bisschen nervöser. Man versucht natürlich dann den Blickkontakt ein bisschen wegzunehmen, aber ihr wart wirklich klasse. Wir sind wirklich berührt. Auch ich, das merkt man an meiner Stimme noch, obwohl ich das beruflich mache, bin ich gerade ein wenig emotional. Ganz herzlich bei euch bedanken dafür, dass wir heute Teil dieser Vorführung sein dürfen. Wie war das denn für dich, bei so einem wichtigen Thema der Moderator zu sein heute? Ich war aufgeregt, ich hatte Lampenfieber. Habt ihr das Gefühl, dass es zu Konflikten geführt hat früher, dass ihr aus so unterschiedlichen Ländern die Eltern kommt? Viel. Sehr viel. Er wurde, alle aus unserer Klasse wurden früher geärgert, ja, haben sich gegenseitig beleidigt. Wir hatten einen, der in der Klasse, der ist jetzt in der Real, der wurde immer als Segelohr beleidigt. Er wurde früher alt, sag ich jetzt nicht, und er auch alt eigentlich. Es ist ein absolutes Pilotprojekt für uns gewesen. Das heißt, wir konnten auch nicht einschätzen, wie gut nehmen diese Schülerinnen und Schüler dieses Buch auf, wie können sie damit umgehen, zu gucken, wie geht jemand mit mir um. Und dann dieses Aha-Erlebnis, da muss ich aber eigentlich Stopp sagen. Und wir haben schon am Ende des Projektes oder zum Ende hin des Projektes gemerkt, dass man auch mit denen, die in der Klasse vielleicht nicht immer in der ersten Reihe stehen, ganz anders umgegangen ist. Also daran sieht man, man kann nie früh genug damit anfangen, weil das ist immer allgegenwärtig, das Thema. Und je früher man damit anfängt, desto eher haben wir Chancen überhaupt, respektloses Handeln Einhalt zu gebieten. Zum krönenden Abschluss zeigte die 6B, was sie so musikalisch auf dem Kasten hat.